Weiter geht's mit einer neuen Folge von Depraved. Hallo und herzlich willkommen an der Stelle. Unser Getreide wächst und gedeiht prächtig, denn unsere Farmerin hat schon ein bisschen was davon ernten können. Die Frage ist jetzt nur, wie viel hat sie denn geerntet? Ah ja, dreimal Getreide. Sehr schön. Moment mal. Wer bist denn du? Dich kenne ich ja noch gar nicht. Noch eine Farmerin? Wieso das denn? Ich hab doch hier nur eine Farm errichtet, oder etwa nicht? Aber vielleicht habe ich auch unabsichtlich zwei Farmen hier hingestellt. Das wäre auch der Grund, warum meine Hilfsarbeiter bzw. meine Baumeister in der letzten Folge noch mit der Scheune zu tun hatten, obwohl die ja eigentlich schon fertig war. Wir testen das mal, indem wir jetzt die Getreidefarm hier zerstören. Ah ja, sieh an, da ist noch eine Getreidefarm. Gut, dann hätten wir das Rätsel jetzt auch gelöst. Sehr schön. Und was ist hier oben geboten? Nicht recht viel. Obwohl, hier sind alle Leute oder fast alle Leute infiziert. Die haben sich hier an den Leichen angesteckt. Das ist gar nicht gut. So, ihr geht gleich mal zum Doktor. Du hier. Gut, du gehst nachher auch zum Doktor. Genauso wie du. Und du auch. Oh Mann. Aber hier unten blinkt's. Sehr schön. Wir können jetzt den Bestatter bauen und auch den Friedhof. Und wenn es so weitergeht mit den Krankheitsfällen, dann hat unser Bestatter viel zu tun. Das wollen wir natürlich nicht. Aber wir bauen den jetzt gleich mal. Und zwar bauen wir den gleich mal hierhin. Und den Friedhof, den könnten wir eigentlich hierhin stellen. Sehr schön. So Leute, Beeilung. Ich will hier schließlich nicht, dass meine ganze Stadt vom Erdboden verschluckt wird. Oder besser gesagt, meine ganze Stadt hier ausstirbt. Denn aktuell schaut's nicht gut aus. Mann, oh Mann. Ihr sollt hier nicht weiterarbeiten, Leute. Ihr sollt zum Doktor gehen. So, da ist noch jemand krank. Geh zum Doktor gefälligst. Der schafft's gar nicht mehr. Der ist gleich tot. Mann, oh Mann. Die Cholera rafft meine Bürger dahin. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Wir beschleunigen das Ganze mal ein bisschen. Zwei Tote. Und wenn es so weitergeht, dann werden es noch mehr. Wer ist der Nächste? Und um den hier ist es auch nicht gut bestellt. So, jetzt hat es auch noch unseren Jäger erwischt. Mann, oh Mann. Schon wieder ein Toter, oder? Genau. 19 Pioniere, 18 Pioniere. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut, was hier passiert. 17 sind es jetzt nur noch. Wo ist unser Doktor? Ich sehe nicht. Das Einzige, was ich sehe, da oben ist schon wieder ein Bandit. So, mein Lieber. Kümmere dich um den. Aber wahrscheinlich kommt er zu spät. Wo ist eigentlich mein berittener Revolverheld? Den hat wahrscheinlich auch die Cholera dahin gerafft. Kann das sein? Nee, hier hinten ist noch jemand.
So, dann nichts wie hinterher. Holt ihn euch. Mann, oh Mann. Nee. Da war ich wohl zu langsam. Nun gut. Wie schaut's denn hier unten beim Bestatter aus? Gar nicht gut. Wahrscheinlich sind meine ganzen Hilfsarbeiter gestorben. Kann das sein? So, Baumeister, Schreiner, Doktor, Farmer, Farmer. Drei Revolverhelden, zwei Jäger. Beziehungsweise drei Jäger habe ich jetzt schon. Aber ich habe ja auch noch ein paar Hilfsarbeiter anscheinend. Die Frage ist nur, wo sind die denn? Da ist einer. Der hat sich jetzt aber auch angesteckt. Und wo ist unser Doktor? Mann, oh Mann, wo bist du denn? Ah ja, der ist schon in seiner Praxis. Gut. Dann soll er sich da gleich mal um die Infizierten kümmern. So, wir können wieder was Neues bauen anscheinend. Einen Handelsposten. Mit einem Handelsposten kannst du Waren von A nach B transportieren. Um eine Handelsroute aufzubauen, benötigst du mindestens zwei Handelsposten. Interessant. Sehr, sehr schön. Aber gut, das ist jetzt erstmal unwichtig. Wichtiger ist jetzt erstmal die Tatsache, wie es hier meinen Leuten geht und was macht unser Doktor hier? Der geht jetzt anscheinend stiften. In deiner Praxis krepieren die Leute und du gehst da seelenruhig mal wieder spazieren. Mann, oh Mann. So kann das ja nichts werden mit meiner kleinen Stadt. Nun gut, wir beschleunigen das Ganze mal wieder ein bisschen. In der Hoffnung, dass bald der Bestatter errichtet wird. Obwohl es aktuell nicht danach ausschaut, um ehrlich zu sein. Ganz im Gegenteil. Ein Dieb war wieder hier. So, aber der hat sich auch schon angesteckt mit der Cholera. Und vielleicht sollte ich auch mal meine Revolverhelden hier anders positionieren. Damit die hier in dem Bereich eher ihre Runden drehen. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ich müsste jetzt nur wissen, wo ein Revolverheld gerade unterwegs ist. Ah ja, hier hinten. Der Herr Reap. So, Herr Reap, du drehst künftig hier deine Routen. Und unser Baumeister ist auch krank. Na wunderbar. Nun gut, schauen wir einfach mal, was die heutige Folge noch so bringt. Bisher schaut es ja nicht so toll aus. Aber zumindest ist unser Baumeister wieder gesund. Ah ja, und die ersten Bretter kommen jetzt auch schon. Sehr gut. Wenigstens etwas. Es geht wieder ein bisschen voran. Prozent und wir brauchen noch Bretter und Metallteile. Metallteile habe ich 8 Stück. Wie viel brauche ich denn eigentlich für den Friedhof? Ah ja, nochmal 2. Gut, das heißt, wir haben auf alle Fälle genügend zur Verfügung. Und ich habe jetzt auch so viele Pferde, sehe ich gerade. Die verkaufen wir alle mal. Oder zumindest die Hälfte davon. Denn dann können meine Bürger auch wieder die Pferde hier in den Stall bringen.
So, tut sich hier was? Nee, aktuell immer noch nicht. Aber gleich, sobald es wieder hell ist, wird hier wieder fleißig weitergearbeitet. Ich hoffe es zumindest. Sehr schön. Unser Baumeister macht sich schon frisch ans Werk und der zweite Baumeister kommt auch schon. Sehr schön. Immerhin etwas. So, das Produktionslager vom Getreidelager ist voll. Oder von der Getreidefarm besser gesagt. Holt mal gleich die Waren hier ab. Und jetzt ist es auch schon Sommer. Monat 4 von 12. Moment mal. Ein Dieb war wieder zu Besuch. Ja, das war kurz und schmerzlos. Ah, okay, und mittlerweile sind auch die ganzen Leichen hier verschwunden. Das ist auch gut so. Denn dann kann sich keiner mehr anstecken. So, und der Bestatter steht. Das ist doch gut. Da schauen wir doch gleich mal nach vorne. Undertaker. Cool. Der hat hier auch einen Karren für die Särge. Ein paar Grabsteine. Und da steht auch noch ein Sarg. Und wir haben auch schon einen Arbeiter fürs Gebäude. Da kommt da unser Totengräber. Der Herr Finkenkeller. Auch ein interessanter Name. Schön. So, jetzt muss dann nur noch der Friedhof stehen. Aber der wird ja auch schon errichtet. Ah ja, Bretter hat er auch schon bekommen, damit er gleich die ersten Särge zimmern kann. So, und er hier sitzt nur tatenlos rum, oder wie? Mann, oh Mann. Nun gut, aber er kann ja nichts machen, wenn hier keine Baumaterialien verfügbar sind beim Friedhof. So, Moment mal. Wir gehen noch mal nach vorne. Ich will hier sehen, was der Bestatter macht. Ah ja, der baut schon die ersten Särge. Da hat er viel zu tun. So, jetzt holt er sich hier die Leiche anscheinend. Ah, okay. So, und was macht er jetzt? Er wird jetzt hier rein verfrachtet und dann baut er auch gleich den nächsten Sarg. Das ist ja cool. So, ich sollte hier aber noch die Priorität erhöhen. Jetzt sehe ich es erst. Und es war schon wieder ein Dieb zu Besuch. Die Betonung liegt auf wahr. Der Herr Reap mit seiner Winchester lässt hier keinen davonkommen. Das ist äußerst löblich. Sehr schön. So, wird der Friedhof noch errichtet oder nicht? Die sollen hier nicht die ganzen Bretter zum Bestatter bringen? Das hier ist wichtiger. Der Bestatter muss schließlich irgendwo auch die Leichen verbuddeln. So, weitere Bretter sind im Anmarsch. Ich bin gespannt, wo die jetzt hintransportiert werden. Hoffentlich nicht hierhin. Nee, die werden jetzt zum Friedhof gebracht.
Das ist doch gut. Endlich können meine Baumeister wieder loslegen. Die haben schon so lange drauf gewartet, dass sie hier weitermachen dürfen. Prozent haben wir schon. 25. Tendenz steigend. So, wie schaut's hier hinten aus? Mann, oh Mann. Die Getreidefarm wäre soweit einsatzbereit, wenn das Lager nicht voll wäre. Aber gut, der Friedhof ist jetzt erstmal wichtiger. Denn wir haben genügend zu futtern. So, 8 Bretter und 10. Nur noch ein paar Bauteile mehr. Der Zaun hier steht auch schon. Fehlt nur noch die Umzäunung hier vorne. Und die wird auch gleich gebaut. Mit den restlichen Materialien. So, sehr schön. Und jetzt müsste eigentlich unser Bestatter gleich kommen. Ah ja. So, was macht er jetzt? Der Bull jetzt hier, wie ein Verrückter. Brauche ich vielleicht sogar mehrere Friedhöfe? Es könnte sein. Denn je nachdem, wie viele Leichen ich hier habe, oder? Ah ja, der erste ist jetzt schon eingebuddelt. Cool. Und den nächsten schnappt er sich wahrscheinlich jetzt dann gleich. Genau. Perfekt. Dann werden hier die Leichen auch mal weniger beim Doktor. Das ist gar nicht schlecht. Sehr schön. Ihr Lieben, ich sag mal wieder, vielen Dank fürs Zusehen. Bei dieser Folge von Depraved. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.